Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Discover Trackmania. Wir schauen uns heute mal in den Editoren um, genauer gesagt im Painter, so heißt der Programmteil, in dem man seinen Wagen lackieren kann. Es sind schon eine ganze Reihe Designs zur Auswahl vorhanden und man kann sich auch Wagen herunterladen. Da gibt es eine Seite, die heißt maniapark.com. Ja, das mal als Tipp, ich schreibe es auch gleich nochmal in die Beschreibung. Aber man kann sich sein Traumauto natürlich auch selber gestalten, ne? Wenn man es einfach satt hat, hier mit den Standardkarren herumzufahren, die zwar alle ansehnlich sind, aber naja, ja, man hat es ja doch lieber gerne individuell. Dann geht man hier einfach in die Lackierung. Und ja, hat hier die Möglichkeit, dann erstmal den Wagen in einer Grundfarbe zu gestalten. Dann nehmen wir mal das Grün sieht doch gut aus. Da haben wir gleich die Felgen auch mit in der Farbe. Können wir erstmal so lassen. Die Felgen machen wir so dunkler. Heller. Dann machen wir sie in einer ganz anderen Farbe. Das geht natürlich auch, ne? Also, man kann auch Farben wählen, die wehtun. Farbkombinationen. Ja, ich nehme hier mal für die Felgen so ein dunkles Grün, das ich eventuell dann später auch noch als Zweitfarbe reinnehme. Rechte Maustaste gedrückt halten, damit dreht man also hier die Ansicht mit dem Mausrad rein raus. No. So, den Glanz auf den Felgen kann ich noch aufdrehen oder eben runterdrehen. Ich mache den mal richtig hier voll aufgedreht auf Hochglanz und die Wagenfarbe. Ups. Kann man jetzt schon wieder rückgängig machen. Jawohl. Wagenfarbe. So, da haben wir es ein bisschen dunkler gehalten. Ja, das ist doch ein schönes Grün. Ist natürlich immer Geschmackssache, ganz klar, ne? Aber so eine einfarbige Kiste sieht natürlich erstmal nach nichts aus. Deswegen gibt es ja noch weitere Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Wir können einmal Bilder direkt auf die Skin-Textur bringen. Da ist einmal wichtig die Freelight. Naja, die also hier dann schon ein bisschen Schatten nachzeichnet. Und einmal kann man das Ganze hier auch so vermauschelt lassen. Ich denke mal, das hat ja auch einen netten Effekt, muss ich mal sagen, dass das hier so strukturiert ist. Und dann so in einem Gelbton dazu. Das sieht ja aus wie mit Absicht. Also ich finde das hier erstmal cool, deswegen lasse ich das so. Ja, und dann kann man noch Aufkleber auf dem Wagen aufbringen. Da hat man also hier eine große Auswahl. Naja, gut, so groß ist sie nicht wie bei Dings nach Need for Speed oder na, anderen Sachen. Aber man kann auch hier so mit ja, Decals was machen. Da gibt es hier also verschiedene Formen. Und ich glaube, ich nehme mal das hier im Schwarz. Diese Streifen, die habe ich nämlich vorher aufprobiert. Und ich kann hier festlegen, dass das gar so rechts und links auf beiden Seiten symmetrisch sein soll. Und kann das Ganze auch in der Größe einstellen, die Skalierung. Das geht Ctrl-Taste gedrückt und dann die Maustaste. So. Und ich kann das Ganze auch noch rotieren, Shift-Taste drücken. Dann die Maustaste, das Mausrad bewegen. Damit dreht man das Ganze. Und ich will das also mal hier so, dass hier die an der Wagenseite schön das betont wird. Die Keilform. Und das sieht ja ganz zufällig auch am Heck richtig gut aus.
Das hat doch schon mal was. No. Das können wir doch schon mal so lassen. Dann widmen wir uns der Stoßstange hier vorne. Ach, da gehen jetzt natürlich die Dinger rüber. Ich muss also ein bisschen tiefer ansetzen. Zack, machen wir es mal doch wieder rückgängig. Und so kriegen wir es enger. Und es soll halt nicht vorne rangehen. Achso, nee, ich müsste es ja steiler drehen, dass ich halt hier oben. So, nee, auf dem Heckflügel will ich es nicht haben. So rum. Ja, so kann das hier ruhig rumreichen. Ja. Und ja, hier hinten sieht das auch rein zufällig, muss ich ehrlich gestehen, recht gut aus, dass nämlich das Nummernschild hier nochmal in der Originallackierung frei steht. Ich kann natürlich auch hier so einen Block schwarz dann richtig reinsetzen. Ja. Ich denke mal, ja, den machen wir ein bisschen kleiner, dass sich das hier so anzieht. Was hier? Abgedeckt haben. So. Ja. Ja. Das ja, macht doch schon was her. Dann schauen wir mal hier. Dieser Stern. Nee. Die Motorhaube. Zack. So hin und so. Noch ein bisschen gedreht. Hier sauber reinpasst, aber die Spitzen halt schön nach vorne und richtig schön auf die Seite rüber gehen. Und ich mach mal was, ich werde den einmal in weiß draufsetzen. Wieder spiegelverkehrt dabei. Ja, da kommt doch der böse Blick nochmal richtig schön raus. Und dann nochmal in schwarz, aber etwas kleiner, ein bisschen verdreht, sodass ich hier also überall ein bisschen, ne, ja, das Weiße überzustehen habe. Das sieht einfach mal, zack, ja, bisschen so 3D-artig aus, ne? Hat einfach noch mal was. So, jetzt hat er hier natürlich noch Zähne gekriegt. Schauen wir mal weiter, was wir da haben. Da haben wir doch hier so einen schönen Keil. Damit werden wir hier an der Stoßstange was Schönes machen. So, ich drehe mir das erstmal so hin und dann natürlich nicht so groß. Und erstmal in der Mitte. Ran. Zack, zack, zack. So, das hier zurecht gedreht. Na komm schon. Und denn das Auto soll hier mal richtig Zähne kriegen. So.
Jetzt hat er doch schon mal Zähne, der Gute. Oh, die werden wir hier einfach mal außen schön an dieser einen Kante hier weitersetzen. So. Und da ein bisschen größer, dass dann da der letzte hinkommt. Oh, das geht sogar ganz gut auf. So, dann machen wir denselben Trick nochmal. Dass ich nämlich jetzt nochmal etwas kleiner das in Schwarz reinsetze. So. So, und dabei darauf achte, dass wenn Weiß übersteht, dass es eben links und unten übersteht. Kriegt er hier richtig schöne Zähne. So. Zack. So. So. Und den in der Mitte machen wir wieder einzeln. Das, hat doch schon mal was, ne? Guckt da richtig grimmig von vorne. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Racing, zack, hier verschiedene Pfeile. Ja, hier Seite, Anna, da muss noch was rauf. Und Mitte der Motorhaube muss man sich noch ein bisschen was einfallen lassen. Vielleicht so. Ja, man kann so ein Auto mit sowas natürlich auch verschandeln, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Das Risiko ist immer dabei. Das sowas passt doch aber, glaube ich, ganz gut. Wenn wir das richtig machen, sieht. Ja. Und dann wieder ein bisschen kleiner. Den Schwarz rein. Ja. Dann machen wir hier vorne. Das kommt noch. Ja, da kommt noch was kleines Schwarzes drauf. Teil hier einfach ein bisschen. Ups! So. Abdecken. Genau. So. No. Auch die Zähne können wir eben eigentlich auch hier raufpacken. Noch. So. Wieder weiß als Unterlage und der in der Mitte. Zack. Und das mal so. Zack. Und dann geht's symmetrisch rechts und links. Können wir hier gleich ein bisschen eindrehen vielleicht. So. 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 Und den letzten. Ein bisschen größer ziehen, dass er hier genau reinbeißt und damit kriegen wir hier so ein richtig schönes
aggressives Maul hin. Ja, die Karre beißt hier richtig zu. Ja, man sieht hier auch gleich, dass das halt im Painter nicht ganz so die Königsklasse der Auflösung ist. Ja. Profis, sage ich mal, nutzen natürlich. Ich will das mal den hier, der kommt wieder einfach rein. So. Ja, Profis nutzen natürlich dann Photoshop, bearbeiten die Texturen damit direkt. Na, aber so, wenn man nicht gerade mit dem Grafikprogramm große Ahnung hat und da ein bisschen auch trainiert hat, dann kann man hier eigentlich mit dem Painter schon ganz gute Sachen hinkriegen. Es gibt auch richtig Leute, die richtig gut damit umgehen und richtig geile Sachen einfach mit dem Painter machen. Das ist unglaublich teilweise, was die da rausholen. Das möchte man erstmal gar nicht glauben, dass das Skins sind, die rein mit dem Painter gemacht sind. Ja, da schaut euch mal um. Man kennt sicherlich auch schon aus Nations, ja, so der eine oder andere. Der Bulle hier, der gefällt mir. Den möchte ich auch groß drauf haben. Schön schräg. Das ist aber nicht so ein schöner Effekt hier, dass das so einen Schatten gibt. Den wieder rückgängig. Den so groß möchte ich nicht drauf haben. Was haben wir hier? Ne, nee, das passt nicht. Was sind das denn? Ach so, Farbfetzen. Aha. Da kann man ja auch Interessantes mitmachen. Das hier. Aber das ist ein bisschen... Naja, ein bisschen sollte man schon einen Stil haben. Also eigentlich ist es fast schon zu heftig, hier diese Streifen und dann eben hier diese gezackten Sachen auf einmal drin zu haben. Wenn ich jetzt noch was Rundes dazu nehme, dann wird das zu viel. Packen wir uns den aufs Dach. Nee. Sowas hier könnte man machen. Ja. So zum Beispiel das Ansetzen. Machen wir es auch mal wieder symmetrisch. Ein bisschen größer. Und auch wieder weiß unten drunter. Setzt. Ein bisschen kleiner. Dann auch schwarz. Ja, da kommen wir doch schon mal irgendwo hin. Wohin genau? Ja, und die Kante ist vorne schon automatisch schwarz, einfach durch die Scheibe. Das ist jetzt hier einfach nur Reflexion. Ja, so weit würde ich da jetzt gar nicht mal grafisch viel mehr machen. Schauen wir uns mal, was wir da an Aufklebern raufhauen können. Wie so die Sachen dann aussehen. Bei den Dingern muss man natürlich aufpassen, die eben nicht symmetrisch rauf machen, weil die kommen dann auf der Gegenseite spiegelverkehrt auf. Könnt ihr ja mal jetzt gucken. Ja, grün und rot. Ja. Na, wenn ich das jetzt hier, zack. Okay. Das hier so aufsetze, auf der Gegenseite ist es dann spiegelverkehrt. Deswegen rückgängig und einzeln gemacht, weil ich muss es hier natürlich anders positionieren. Fusion. Zack. Als hier. Ist halt bei Schriften so, die sind halt nicht spiegelverkehrt.
Spiegel symmetrisch. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Was nehmen wir noch dazu? Was ist das hier? Das kann man auch mal glatt, zack, so drunter setzen. Hier müssen wir es natürlich, zack, ein bisschen so. Ach ja, ich denke mal, da können wir schon, Ubi, Gottes Willen, was ist das? Aha, kann man sich Knöpfe aufs Auto packen. Ja, Mania Planet muss natürlich rauf. Frage ist nur, dass wir dann passenden Platz finden. Und ja, es ist natürlich blau. Was nicht ganz so gut aussieht. Wenn ich hier jetzt schon im Rot-Grün Trend bin. Aber das hier, das R. Zack, 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 zack. Schön ein bisschen klein machen. Das wäre mir nicht so gefallen. So, okay. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Der hier. Ah, der ist natürlich. Muss ich doch ehrlich mal sagen, allzu viel brauchen wir da nicht zu machen. Ich packe hier vielleicht noch ein schönes Ubisoft auf den Heckspoiler. Ja, so von hinten. Damit man auch weiß, wem man hinterher fährt. Klick. Was haben wir hier? Rot, Gelb, Grün, noch ein paar Farben. Zieh ein, das ist alles zu bunt. Ja, aber ich denke mal, ja, jetzt hier für die paar Minuten, die ich hier dran gesessen habe, sieht der doch schon ganz gut aus. Ja, das hat doch was. Ja, so, dann gehen wir noch auf komplett. Da, und dann kommt eben als Abschluss die Shadows drauf. Ja, Motorhaube könnte man noch was machen. Ja. Aber ein bisschen beim Haken. Ein Haken beim Painter ist eben, dass man nur 5 Schritte zurück machen kann. Man muss also schon genau wissen, was man da tut. Das hier wäre vielleicht noch eine Sache, die man hätte anders machen können. Aber die Schnauze finde ich mal extrem gelungen, muss ich sagen. Na, das mit den Zähnen. Die Seitenansicht hier sieht auch gut aus. Dach. Naja, könnte man sich vielleicht noch was einfallen lassen. Aber ansonsten, wie gesagt, für die Zeit, die ich hier gerade eben reingesteckt habe, kann sich das Ergebnis doch sehen lassen. Deswegen speichere ich das Ding doch einfach mal ab und nenne es natürlich Dutchman's Special. Ja, mein eigener. So, okay. Ab dafür und dann, ja, schauen wir doch gleich mal an, wie der Endgame aussieht. Jawohl, den habe ich jetzt auch ausgewählt als aktuelles Fahrzeug. Und fahren wir mal. Ach ja, hier die A04. Mal sehen. Ja. Mal schauen, wie er da aussieht. Einfach nur mal gucken. Na, ein, zwei Runden hier drehen. Ohne dass wir jetzt mal auf die Zeiten gucken. So, ich will die Goldmedaille als Gegner haben. Und, ach, steht ja doch noch mein Clan-Car dran. Halt. Ja,
muss ja mehr sein. Beenden. Zurück. Profil. Ach ja. Hier im Profil. Da muss ich mein Fahrzeug auswählen. Und da haben wir ihn. So. Erneut speichern. Ja. Södale. Da geht's dann auf. Zack. A4. Ja. Und spülen. Ja, jetzt steht er da und ja, mal schauen, wie er sich macht, ne? Gut, jetzt beim Fahren sehe ich natürlich nur von hinten. Ah ja, die Kurven Drift nehmen. Jetzt auch nochmal. Und da holen wir schon die Goldmedaille ein. Sehr schön. Da holen wir die Goldmedaille ein. Ja, okay. Ja, schauen wir es uns mal im Replay an. Da sehen wir dann hoffentlich mal den Wagen von allen Seiten. Okay, hier Silbermedaille habe ich rausgefahren. Och ja, ich denke mal, so schlecht sieht er gar nicht aus. Ne? Wie gesagt, dafür, dass es halt, weiß ich nicht, Viertelstunde, 20 Minuten Arbeit war, die ich da hatte, kann er sich doch einfach sehen lassen. Also das Zackmaul, die Zähne finde ich aber extrem geil. Die können noch, und die Seitengestaltung, die ist richtig schön. Ne? Das Dach ist nicht so gut, aber das ist halt die Sache, das kann man jetzt leider nicht mehr so korrigieren. Tja. Das war's also. Ihr seht, es gibt ganz einfache Mittel. Ihr müsst nicht mit den Standardkarren herumfahren. Und jeder sieht auch, mit was für einer Karre ihr herumfahrt. Also, dress for success, liebe Leute. No? Nicht nur gut fahren, sondern auch gut aussehen. In diesem Sinne sehen wir uns dann vielleicht doch mal auf einem Server oder online. Und ich hoffe, ihr seht dann gut aus. Nicht nur eine gute Figur, was die Zeiten angeht, sondern auch eine schöne Karre. No? Bis dahin. Adieu mit Öl.